Hallo, hey, liebe Leute. Mein Name ist Kazuya88 und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt. Und wie ihr seht, geht es heute um Minecraft. Was möchte ich mit Minecraft zeigen? Es gibt ja PvP, was sehr beliebt ist, und viele Leute spielen auch gerne Survival. Ich meine, einer der größten deutschen YouTuber überhaupt, Gronkh, hat ja mit Minecraft angefangen. Und man könnte sagen, in gewisser Weise ist Minecraft auch durchgekaut, ne, weil es da zig Let's Plays gibt, aber das möchte ich nicht machen. Ich möchte euch einfach mein riesiges Bauprojekt zeigen, an dem ich jetzt seit mittlerweile fast 4 Jahren bastel. Und zwar möchte ich ein riesiges Schloss bauen und mit einem Dungeon darunter und noch eine Stadt davor und so weiter und so fort. Es hat epische Ausmaße angenommen, das hätte ich gar nicht gedacht, als ich damals damit angefangen habe. Aber ja, eigentlich hatte ich erst vorgehabt, eine Videoserie darüber zu machen, sobald das Projekt fertig ist. Allerdings würde das halt noch Jahre dauern, bis es fertig ist. Deshalb hat mich eine gute Freundin auf die Idee gebracht, einfach eine Videoserie über die laufenden Bauarbeiten zu machen. Nun gut, ich möchte dies so gestalten, dass ich euch in jeder Folge immer einen kleinen Teil von dem zeige, was schon fertig ist. Dazu vielleicht ein paar Fakten einblende, wie oft ich es auf und wieder abgebaut habe. Oder auch aus wie vielen Steinen es besteht. Ich meine, generell dürfte ich wahrscheinlich schon so gut 1 bis 2 Millionen Steine verbaut haben. Also manchmal kann ich es nicht ganz genau nachzählen, aber hier und da weiß ich es ungefähr und kann dann euch Zahlen nennen. Und ansonsten werde ich halt immer erzählen, was ich aktuell so vorhabe, wo es noch Änderungsbedarf gibt oder was ich halt generell als nächstes geplant habe. Und so möchte ich euch halt einfach auf dieser Reise ein bisschen mitnehmen, sodass ihr euch das alles ansehen könnt und dabei zusehen könnt, wie dieses riesige Schloss und die Stadt davor so langsam fertig werden. Ich hoffe sehr, dass ihr mich auf dieser Reise begleiten werdet. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den ersten Impressionen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft.